In diesem Video gebe ich dir 12 Mixing-Tipps, wie du deine Musikproduktion verbessern kannst, und wir starten genau jetzt. Hi, ich bin Martin und auf diesem Kanal lernst du, wie du bessere Musikproduktion von zu Hause aus machen kannst. Wenn dich das interessiert, dann hau jetzt den Abonnieren-Button rein, drück die Glocke und du verpasst kein Video mehr. Im Internet gibt es inzwischen unzählig viele Tipps, wie du deine Mixe verbessern kannst, wie du besser abmischen kannst und bessere Musikproduktion machen kannst. Und gerade ein Anfänger kann da sehr schnell den Überblick verlieren, wann er wo und vor allem wie welchen Mixing-Tipp anwenden soll. Deswegen habe ich dir die meiner Meinung nach 12 wichtigsten Tipps zusammengestellt, die auch deine Musikproduktion nachhaltig verbessern können. Und wir starten jetzt mit Tipp Nummer 1. Mische den lautesten Songpart zuerst. Das ist ganz wichtig. Such dir den lautesten bzw. wichtigsten Songpart raus, lass den im Loop laufen und fang dort an zu mischen. Das hat den Vorteil, dass alle Instrumente spielen und dass du alle Instrumente, die in diesem Songpart spielen, in eine ordentliche Balance bringen kannst, sowohl das, was das Volume betrifft, also die Lautstärke, als auch was die Verteilung im Stereofeld betrifft. Damit kannst du schon mal einen guten Grundmix zustande bringen. Ich würde dir nicht raten, beim Intro anzufangen, weil das ist eher ein leiser Songpart und es spielen noch nicht alle Instrumente und die Chance ist groß, dass deine Einstellungen dann nicht mehr passen, wenn es zur lautesten Stelle kommt. Deswegen mix die lauteste bzw. den wichtigsten Songpart als erstes ab. Und damit geht es auch schon weiter zu Tipp Nummer 2. Konzentriere dich auf die wichtigsten Instrumente. Frag dich am Anfang von deinem Mix immer, welche Instrumente oder Elemente machen diesen Song aus. Ist dein Song eher Piano-lastig oder ist er eher Akustik-Gitarren-lastig, wenn es zum Beispiel ein Singer-Songwriter-Song ist, oder ist es eher ein Rocksong mit krachenden Rockgitarren? Such dir dann 5, 6 oder 7 wichtigste Instrumente raus, die Vocals sind meistens dabei, und mische die als erstes ab. Leg dein Hauptaugenmerk und die meiste Zeit auf diese Instrumente, die den Song ausmachen, und nicht auf unwichtige Instrumente. Ein kleiner Tipp hier, das Hundepfeifen-Solo, das von Takt 18 bis 22 spielt, gehört höchstwahrscheinlich nicht zu den wichtigsten Instrumenten. Tipp Nummer 3. Mische nicht mit ADHS-Syndrom. In der heutigen Zeit ist es wirklich sehr, sehr schwierig, ruhig zu bleiben. In der heutigen Zeit, wo Instagram-Nachrichten reinkommen, wo Facebook-Messenger-Nachrichten reinkommen, wo du ständig WhatsApps kriegst, ist es für viele Menschen schwierig, mal die Hände ruhig zu halten. Und ganz besonders problematisch ist das tatsächlich auch beim Mischen. Deswegen versuche beim Abmischen nicht ständig an irgendwelchen Fadern rumzuspielen oder irgendwelche Effekte reinzuladen, sondern hör dir tatsächlich mal den Part, den du gerade mischst, auch an, ohne irgendwas zu machen, auch wenn es schwerfällt. Am einfachsten geht das, wenn du deinen Stuhl einen halben Meter von der Mischkonsole zurückfährst und deine Hände vielleicht noch am besten unter die Schenkel klemmst und den Song einfach mal anhörst, um zu hören, was deine Arbeitsschritte bisher bewirkt haben oder ob dein Mix einfach nur lauter geworden ist oder ob sie vielleicht gar nichts gebracht haben. Deswegen fummel beim Mischen nicht ständig an irgendwelchen Fadern oder Effekten rum, sondern hör deinen Song einfach mal nur an, ohne irgendwas zu machen. Tipp Nummer 4. Alle deine Mixing-Entscheidungen sollten einen Grund haben. Mach nie irgendwo einfach einen Kompressor in eine Spur, nur weil du das in einem YouTube-Tutorial so gesehen hast. Also lade keinen Kompressor oder Equalizer in deinen Kanalzug von deiner Snare Drum, nur weil dir irgendeinem YouTube-Video oder sonst wo erklärt hat, dass du eine Snare Drum immer komprimieren musst. Frage dich immer nach Sinn und Zweck dieser Entscheidung. Vielleicht hilft es auch, wenn du deine Snare Drum einfach 3 dB lauter machst und dann hast du auch das Ergebnis, das du brauchst. Übrigens ein sehr guter Trick ist der blinde Bypass-Trick. Wenn du entscheiden möchtest, ob du ein Plugin wirklich brauchst oder ob deine Spur wirklich besser klingt mit diesem Plugin, dann kannst du diesen Trick anwenden. Du schließt einfach deine Augen, schaltest dein Plugin ganz schnell ein paar Mal aus und an, sodass du nicht mehr weißt, ob es aus und an ist, und dann lässt du die Stelle ablaufen. Jetzt kannst du wieder mit geschlossenen Augen hin und her schalten und kannst dich dann entscheiden, welches Ergebnis dir am besten gefällt. Wenn du die Einstellung hast, die dir am besten gefällt, dann machst du die Augen wieder auf und schaust, ist dein Plugin an oder ist es aus? Und du wirst erstaunt sein, oftmals ist das Plugin dann aus, wenn du meinst, dass es besser klingt. Wir lassen uns oft austricksen und denken, wenn wir ein sehr, sehr teures Plugin in den Kanalzug laden, klingt das Instrument tatsächlich besser. Das ist aber meistens nicht der Fall. Also probier mal diesen blinden Bypass-Trick, der wird dir wirklich sehr viel weiterhelfen. Jede deiner Mixing-Entscheidungen sollte einen Grund haben. Tipp Nummer 5. Konzentriere dich auf das Wesentliche. Mixing ist kein Schaulaufen, bei dem du beweisen musst, was für tolle Tricks du auf Lager hast.
Dein Job als Mixing Engineer ist es, den Song bestmöglich darzustellen und bestmöglich zum Klingen zu bringen. Konzentrier dich deswegen nicht auf irgendwelche abgefahrenen Tricks, sondern auf das Wesentliche. Und das Wesentliche ist zunächst einmal, und das ist wirklich der wichtigste, eine gute Balance der Spuren untereinander. Das heißt, die Spuren müssen gut ausbalanciert sein, sowohl was die Lautstärke untereinander betrifft, als auch wie sie im Stereo verteilt sind. Sie müssen von der EQ-Bearbeitung her so bearbeitet sein, dass sie sich gegenseitig nicht maskieren oder um Frequenzen im Frequenzbereich streiten. Und als letzter Punkt ist es Kompression. Um Pegelspitzen abzufangen, um einer Spur vielleicht mehr Druck zu verleihen oder um ein kompakteres Signal zu bekommen. Konzentrier dich also auf diese drei Schritte hauptsächlich, konzentrier dich auf das Wesentliche. Wenn dir die Tipps bis hierher gefallen haben, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben oder wenn du das Video mit jemandem teilst, dem es auch weiterhelfen könnte. Tipp Nummer 6. Versuche so wenig Plugins wie möglich zu benutzen. Ich weiß, auch das ist schwierig, weil viele Firmen locken dich mit tollen Angeboten und mit Plugins, die deine Mixe mit einem Klick besser machen. Darauf solltest du nicht reinfallen. Es kostet unglaublich viel Zeit, all deine Mixing-Plugins auf einem Mix auszuprobieren und letztendlich entscheidet das Können und nicht die Anzahl deiner Plugins. Fummel also nicht mit 8 Kompressoren rum oder mit 15 EQs, sondern such dir einen EQ raus, einen Kompressor, ein Delay und ein Hall. Das sind eigentlich so die wichtigsten 4 Mixing-Effekte, die du fast bei jedem Mix einsetzt. Lerne die gut kennen und misch mit denen ab. Einer der besten Mixer meiner Meinung nach, Bob Clear Mountain, hat mal gesagt, ich unterhalte mich manchmal mit Kollegen und sie erzählen mir, wenn sie ihre Lead-Vocals abmischen, dann laden sie 8 unterschiedliche Kompressoren in den Kanalzug und überlegen und fragen sich, welcher am besten klingt und nehmen dann diesen. Ich verstehe das nicht. Ein Kompressor hat immer die gleiche Aufgabe und so unterschiedlich klingen die einzelnen Modelle nicht. Du siehst also auch die Profis verwenden nicht unbedingt immer wahnsinnig viele Plugins. Übrigens im Gegenteil. Sie verwenden wesentlich weniger als mancher Amateur. Deswegen such dir die wichtigsten Plugins raus, die du brauchst, such dir für jede Aufgabe ein Hauptplugin, misch mit diesen, lerne sie gut kennen und du wirst bessere Ergebnisse erzielen. Tipp Nummer 7. Mische in unterschiedlichen Lautstärken ab. Oftmals wird geraten, dass du deinen Mix in Zimmerlautstärke mischen solltest, sodass du dich noch gut nebenher unterhalten kannst. Das ist im Prinzip nichts Falsches. Dennoch solltest du deinen Mix auch in unterschiedlichen Lautstärken abhören, denn in unterschiedlichen Lautstärken hörst du verschiedene Sachen besser oder schlechter. Ich empfehle hauptsächlich 3 Lautstärken, in denen du deinen Mix, vor allem wenn er schon weiter vorangeschritten ist, abhörst. Zunächst einmal solltest du ihn sehr laut und über möglichst große, leistungsstarke Boxen abhören. Wenn du deinen Mix sehr laut abhörst, dann konzentriere dich auf den Bass und die Bassdrum, insgesamt das Low End. Schau, ob Bass und Bassdrum differenziert zu hören sind, ob sie gut zu hören sind oder ob sich irgendwelcher Mumpf in diesem Bassbereich abspielt, den du eventuell noch bearbeiten musst. Lautstärke Nummer 2 ist besagte Zimmerlautstärke, die ich schon angesprochen habe. Was du hier sehr gut hören kannst, ist die Verteilung in der Volume Balance der Instrumente untereinander. Das heißt, hörst du jedes Instrument gut, hat jedes Instrument seinen einzelnen Platz? Oder überdecken sich irgendwelche Instrumente, streiten sie um einen Platz im Frequenzbereich. Auch das hörst du in Zimmerlautstärke gut. Der dritte Punkt, den du sehr gut hörst, wenn du in Zimmerlautstärke abhörst, ist, ob du eventuell mit Effekten wie Delay oder Hall übertrieben hast. Wenn in dieser mittleren bzw. Zimmerlautstärke dein Mix sehr verwaschen oder undifferenziert klingt, dann ist das ein klares Anzeichen dafür, dass du vielleicht mit Hall- oder Delay-Effekten übertrieben hast. Probiere in diesem Fall also vielleicht etwas weniger Hall einzusetzen oder dein Delay sparsamer einzusetzen. Die dritte Lautstärke ist eine sehr, sehr leise Lautstärke. Diese Lautstärke sollte so leise sein, dass du dich nebenher nicht mehr unterhalten kannst, ohne den Mix noch zu hören. In dieser Lautstärke solltest du vor allem 3 Elemente hören. Das sind Bassdrum, Snaredrum und Vocals. Hör dir mal einen professionellen Mix an und mach ihn sehr, sehr leise. Und meistens sind das die 3 Elemente, die du hörst. Bassdrum, Snaredrum und Vocals. Deswegen probier also nicht nur in Zimmerlautstärke abzumischen, obwohl du das die meiste Zeit machen kannst. Versuch auch sehr laut in Zimmerlautstärke und sehr leise abzuhören und festzustellen, ob dein Mix in diesen Lautstärken auch ausgeglichen und gut klingt. Diese ganzen Mixing-Tipps habe ich dir übrigens auch nochmal als PDF unten zusammengefasst. Kannst du dir runterladen, wenn du in der Beschreibung unten auf den Link klickst. Und weiter geht's. Tipp Nummer 8.
Höre deinen Mix auch immer über unterschiedliche Abhörquellen an. Auch das ist sehr, sehr wichtig. Denn du hast in deinem Home-Recording-Studio bestenfalls ein sehr gutes Paar Kopfhörer und sehr gute Monitore. Allerdings haben die meisten deiner Zuhörer diese Abhörquellen nicht. Checke deswegen deinen Mix auch immer auf einem Autoradio, in einer Monoquelle, vielleicht Küchenradio oder über Kopfhörer, kleine Kopfhörer ab, um zu hören, ob dein Mix auf unterschiedlichen Abhörquellen auch wirklich gut klingt. Und speziell Küchenradiobereich oder iPod-Kopfhörer, ob deine Bässe auch ordentlich durchkommen. Übrigens, die meistbenutzte Abhörquelle sind tatsächlich Kopfhörer von iPods oder anderen MP3-Playern. Deswegen verwende ich persönlich sehr lange Zeit darauf, meinen Mix auf solchen Billig-Kopfhörern abzuhören, um wirklich sicherzustellen, dass er auch auf solchen kleinen Kopfhörern richtig gut klingt. Tipp Nummer 10. Vergleiche deinen Mix immer mit Referenzmixen. Auch wenn das sehr frustrierend sein kann, es ist wirklich eine wahnsinnig gute Idee, deinen Mix mit professionellen Musikproduktionen zu vergleichen. Wie gesagt, es kann frustrierend sein, weil dein Mix einfach viel schlechter klingt als die professionelle Produktion, aber du kannst somit heraushören, was bei dieser professionellen Musikproduktion anders klingt. Ist dein Bassbereich mehr los, sind die Vocals klarer, hat der Mix mehr Höhen und so weiter. Und dadurch kannst du unglaublich viel lernen. Du kannst auch über einen Match-EQ versuchen, deine Frequenzkurve ein wenig an die Frequenzkurve des Referenzmixes, also der professionellen Musikproduktion, anzupassen. Und auch das ist eine sehr gute Option. Scheu dich also nicht, deinen eigenen Mix durchaus auch mit professionellen Musikproduktionen zu vergleichen. Du wirst dadurch unglaublich viel lernen. Tipp Nummer 10. Mische immer mit Timer. Mischen ist immer auch ein Wettlauf gegen die Zeit. Denn unsere Ohren ermüden relativ schnell. Die vom einen schneller, die vom anderen nicht so schnell. Trotzdem verlierst du relativ zügig die Objektivität, wenn du dich intensiv mit einem Song befasst und ihn abmischst. Deswegen rate ich dir unbedingt, immer mit Timer zu mischen. Du solltest da eine Zeit feststellen, wann deine Ohren ermüden. Das bekommst du irgendwann selber raus. Ich zum Beispiel mische immer 45 Minuten und mache dann 45 Minuten Pause. Manche mischen kürzer, manche mischen wesentlich länger, manche auch 2 Stunden, würde ich jetzt nicht machen. Aber es ist wirklich sehr, sehr effektiv, mit Timer zu mischen, um dem entgegenzuwirken, dass deine Ohren ermüden und dass du Objektivität verlierst und dadurch auch letztendlich Zeit verlierst, weil du falsche Entscheidungen triffst. Also Timer anstellen, besser abmischen. Bevor wir gleich zum letzten und wichtigsten Tipp dieses Videos kommen, noch Tipp Nummer 11. Und der ist, mische die meiste Zeit in Mono. Ich weiß, das ist schon ein bisschen so ein totgerittenes Pferd, weil es dir inzwischen jeder empfiehlt, aber der Vollständigkeit halber würde ich es doch gern nochmal erwähnen. Es ist wirklich wichtig, in Mono zu mischen und das hat hauptsächlich den Grund, dass es schwieriger ist und dass du alle Instrumente sozusagen hintereinander oder in der Stereomitte aufgereiht hast. Besonders effektiv hilft dir das beim Mischen, wenn es um die EQ-Bearbeitung geht, weil du alle Frequenzen aller Instrumente direkt übereinander hast und somit aus diesem Frequenzwust, aus diesem Frequenzchaos gezwungen bist, irgendwie die einzelnen Instrumente herauszufiltern, dass man jedes einzeln hört. Und deswegen ist das Mischen in Mono sehr, sehr gut. Außerdem stellt es sicher, dass dein Mix auf einer Mono-Quelle nicht auseinanderfällt. Und mal ganz ehrlich, wer liebt diesen Moment nicht, wenn du nach 3 Stunden deinen Mix wieder in Stereo schaltest, auf einmal ist alles da, alles ist breit und dein Mix klingt im besten Fall perfekt. Und damit kommen wir zum letzten und wichtigsten Mixing-Tipp. Brich die Regeln. Das ist meines Erachtens der wichtigste Mixing-Tipp überhaupt. Wie ich eingangs erwähnt habe, es gibt unglaublich viele Mixing-Tipps. Jeder will dir was erklären, jeder will dir Regeln festlegen, jeder will dir sagen, was für Fehler du machen kannst hier und dort, jeder will dir sagen, wie du es genau richtig zu machen hast. Ich rate dir, versuch mal das Gegenteil. Probier einfach mal das Gegenteil von dem aus, was ich dir jetzt in diesen 12 Mixing-Tipps erklärt habe. Brich die Regeln, mach was unterschiedlich. Wenn dir einer sagt, du musst auf eine Snare Drum immer einen Plattenhall anwenden, wenn überhaupt keinen Hall an oder irgendwie einen riesigen Hall. Wenn einer sagt, lade deinen Hall nie einen Kanalzug direkt, dann tu genau das und stell dir einen riesengroßen Hall ein. Wenn dir jemand erklärt, dass du niemals eine Frequenz um mehr als 3 dB anheben solltest, dann heb sie mal um 15 dB an. Probier dich aus, probier verschiedene Dinge, probier Dinge, die vorher noch keiner gemacht hat. Denn wenn du tust, was alle anderen tun, dann klingst du auch wie alle anderen. Versuch also deinen eigenen individuellen Stil zu finden, damit du deinen persönlichen Fingerprint auch
auf diese Mixe setzen kannst und die Kunden anziehen kannst, denen der Mix vielleicht gefällt oder einfach deinen eigenen Stil für deine eigenen Songs finden kannst. All diese Mixing-Tipps findest du übrigens auch nochmal zusammengefasst unten in einem PDF. Da kannst du sie dir ausdrucken und über deinen Schreibtisch hängen, falls sie dich überzeugt haben. Wenn du dich für das Thema Mixing allgemein interessierst, dann schau dir doch einfach mal meine Playlists an mit meinen Mixing-Quick-Tipps. Da findest du viele kurze kleine Tipps, die dir in bestimmten Situationen weiterhelfen können. Gib mir einen Daumen nach oben, wenn dir dieses Video gefallen hat, oder teils mit jemandem, dem es weiterhilft, und wir sehen uns schon bald beim nächsten Video. Bis dann!